Aber Neues zu einer neuen Folge. Endlich mal wieder. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Nein, Quatsch. Wir haben uns endlich mal wieder zusammengesetzt und die Motivation gefunden, so halb. Und es ist die erste Teufelsfrucht aus dem Jaya, beziehungsweise Gaia. Nein, Skalpia-Arc. Und zwar die. Na, wie heißt sie? Spiralfrucht. Von Bellamy. Bellamy die Hyäne. Im Deutschen, ja. Und. Bananomi im Japanischen. Ist mal wieder eine. Nee, keine Banane. Ist mal wieder eine Paramecia-Frucht. Hat man ja lange nicht. Ironie. Mahina hat man ja. Und. Also ganz grob gesagt, ist mal so als Kurzform. Damit kann er seine Körperteile ja nicht nur Beine oder nicht nur Füße, wirklich Körperteile. Das will ich nicht weiter ausführen, vielleicht später. Och nein. In Sprungfedern. Da hätte ich gar nicht dran gedacht. Soll ich gerade sagen, boah, kann er mit den Fingern und so, und dann kommst du mit sowas. Also das ist jetzt erstmal so das Grobe. Also wir haben halt, wie gesagt, die Spiralfrucht. Frag mich nicht, warum die im Deutschen so heißt. Ich finde, manche anderen Namen hätten besser gepasst, aber ja. Und durch die Sprungfedern eben bekommt er eine hohe Sprungkraft. Wer hätte es gedacht? Und er kann mega schnell werden, indem er sich zum Beispiel, das hat er auch bei seinem ersten Auftritt mit eingesetzt, gegen Gebäude abstößt. Und dann durch diesen Stoß, diese Stoßkraft, den Gegner attackiert. Aber leider war er zu dem Zeitpunkt Ruffy noch sehr unterlegen. Und man weiß ja aus dem Anime bzw. Manga, dass Ruffy ihn sozusagen mit einem Schlag eigentlich besiegt hat. Das war schön, die Szene. Richtig aufs Maul gekriegt. Ah, der hat so richtig diese, wie nennt man das, Faustabdrücke im Gesicht gehabt. Also, dass er die wieder rausbekommen hat, ist... Der war schuld mit der großen Fresse. Ich muss dazu sagen, er war damals der Captain der Bellamy-Piraten. Die Bellamy, ich glaube schon. Ja, die Bellamy-Piratenbande. Er war der Captain, hatte ein Kopfgeld von... 55 Millionen Berry, genau. Und er war trotzdem so ein Fan von Deflamingo. Das haben wir nur kurz gesehen bis jetzt. Aber auch später wird er dann ein Anwärter in der Bande von Deflamingo. Er wollte unbedingt zu ihnen rein. Aber auch da später wird er richtig weggehauen von Ruffy, muss man leider sagen. Und auch in der Zeit hatte er dann ein Kopfgeld von 195 Millionen. Also er hat sich auf jeden Fall verbessert, was das angeht. Aber er ist noch der gleiche. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Er ist der gleiche. Er hat auch zu Ruffy gesagt, ja, Träumer, Skalpia gibt es nicht, bla bla bla. Aber dann, nach diesem Timeskip, diese 2 Jahre, und wenn die sich wieder treffen, da war er auch auf Skalpia. Und er wollte unbedingt nach diesem Rad stattfinden. Bis heute weiß man nicht, was die Smaragdstadt ist. Man denkt natürlich immer an Alice. Nee, nicht Alice. Oh Gott. Zauberer von Ost. Zauberer von Ost. Und ich bin auch noch gespannt, ob das irgendwann mal eine Relevanz findet zu One Piece. Ich gerade, der ist 2,40 Meter, Junge. Ich weiß nicht, One Piece sind alle irgendwie so mega groß. Ja, ja. Genau, und bis jetzt Bellamy. Also Ruffy hat dann so eine große Strohallianz, wo alle so dann unter ihnen segeln, obwohl Ruffy das nicht wollte, aber die haben das dann selber, sag ich mal so, geregelt und Ruffy oder andere wollten auch, dass er dann da mitmacht. Er hat dann sogar eine Wilfred-Card, das ist wie gesagt auch dieses Stück Papier, was Ace dann Ruffy gegeben hatte, angenommen. Aber eher so passiv, nicht so, ja geil, ich bin in deiner Gruppe. Er hat so gesagt, ja, mache ich, aber halt nicht so aktiv. Naja, ich würde mal sagen, wir kommen zu einem der besten oder wichtigsten Punkte, nämlich den Attacken von Bellamy. Bis jetzt gibt es leider nur 3 Attacken, wer weiß, wie sich das aktualisiert. Jetzt von hinten nach vorne, weil die Reihenfolge ein bisschen komisch ist bei OP Wiki. Zumindest die erste Attacke ist der Spring Death Knock. Kann man so ein bisschen vergleichen wie die Gum-Gum-Pistole von Ruffy. Dabei wird einfach sein Arm zu einer Sprungfeder, den er halt erst so zusammenzieht und dann, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, dann so loslässt und dann springt das Ding voll ins Gesicht oder so vom Gegner. Das ist halt wirklich ähnlich wie Ruffys Pistole, nur gut, ihr kennt vielleicht so Federn von so einem Federbett oder diese anderen Federn, die man so die Treppe runter springen lassen kann. Ja, diese Treppenläufer, das ist ein bisschen was anderes. Und ja, diese Attacke hat er aber auch erst nach dem Timeskip eingesetzt und offiziell eigentlich nur gegen einen Charakter, das war Tank Lepanto, ja, das ist von der königlichen Armee der Offizier gewesen. Und ein Filler gegen Bartolomeo. Das ist so ein anderer Charakter, den wir noch kennenlernen werden. Nächster Attack ist der Spring Snipe. Dabei macht er seine Beine zu Sprungfedern und stößt sich dann damit von Boden oder von Wänden oder so ab.
Und fliegt damit so frontal auf den Gegner zu und haut ihn ein. Genau, der hat da seine. Das war zum Beispiel gegen Masira oder auch Ruffy. Gegen Masira hat er wirklich so dann seinen Punch und hat er sie voll umgekickt sozusagen oder umgepuncht. und in der deutschen Fassung wird das auch Jump Power bzw. Super Snipe genannt. Und die letzte Attacke, die vom Außen her irgendwie noch mit am besten war, aber ja. Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle, ist der Spring Hopper. Mit Bellamy einfach von diesen Häusern, Türmenteilen so ganz schnell vom Boden und hergesprungen, dass man ihn kaum noch erkennen konnte. Irgendwann ist er dann einfach Richtung Ruffy und er hat einfach ausgeholt mit einem Schlag ihn kaputt gehauen. Ich würde mal sagen, One Punch Man, meine Freunde. Apropos, schaut bei Ruffy auf dem Kanal vorbei, da ist der erste Teil online. Boah, der ist gut, den habe ich vorhin schon geguckt. Nee. Aber die Attacke wird zum Beispiel auch im Deutschen Mega Snipe genannt. Wo ich mir frage, naja, zwei englische Begriffe, im Deutschen vielleicht irgendwie was anderes, aber es wird ja sehr viel eingedeutscht. Eingeenglischt. Alles eingedeutscht. Ah, schön. Nee, aber was die Frucht angeht, Gliedmaßen steht hier auch nochmal genauer. Der Nutzer kann seine Gliedmaßen verwandeln. Das ist die Frage, was steht als Gliedmaß? Und die Menschen, die haben dann ja immer bestimmte Namen. Zum Beispiel Krokodil wird dann ja zum Sandmenschen sozusagen oder Sandmann. Und Bellamy wird dazu zu einem super Sprungfedermensch. Also Sprungfedermensch. Ach ja, ich habe ja auch noch eine bestimmte Quelle. Also für Mega-Fans sollte diese Quelle eigentlich bekannt sein. Das ist der Sonderband von One Piece, One Piece Blue Deep. Das ist leider bis jetzt der aktuellste und der kam, wann kam der raus? Kann ich mal nachschauen. 2013, 2012. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Ich verstehe nicht, warum die nichts Neues bis jetzt rausgebracht haben. Es ist eine Schande. Aber ich denke, hier wird sich einiges finden lassen. Weil hier steht, Teufelsruch, die den ganzen Körper der Person, den von ihr gegessen hat, den von ihrer, genau, Alter, das Deutsch ist wieder on fleek, in eine Feder verwandelt. Nutzt man deren Rückstoßkraft, erreicht man eine enorme Steigerung der Sprungkraft und Schnelligkeit. Die Sturmkräfte mit extremer Geschwindigkeit besitzen eine Gewalt, die den Gegner wegkatapultiert. Okay, mal zu dem. Auf zum nächsten Punkt. Das ist ja wie bekannt eigentlich, ihr müsst jetzt eigentlich die Liste kennen, Leute. Vielleicht werden wir irgendwann mal, wenn wir ganz weit sind und die Technik haben, dann noch so einfügen. Erstens, Begrüßung. Zweitens, Vorstellung, Frucht. Drittens, Vorstellung, Anwender, Attacken, Erwachen, Frucht oder Schwimmen und Bewertung, ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber jetzt erstmal zum Erwachen. Also, ja, das ist schwierig. So gut wie bei jeder Teufelsfrucht. Ich weiß nicht, was man an Sprungfedern verbessern will. Einfach jetzt bessere Sprungfederkraft, aber das ist ja auch langweilig. Irgendwas Cooles er ist sein. Eine Sprungfeder, Jan. Eine Sprungfeder ist er. Eine mit menschliche Augen. Sprungfeder. Kannst du dir vorstellen, kennst du dieses Was ist was? Kennst du die Sendung noch? Ja. Mit diesem Fragezeichen und dieses Ausrufezeichen und dieser Punkt. So stelle ich mir das gerade vor. Nee, aber so ähnlich. Erwachen ist wirklich sehr schwierig. Vielleicht, dass er schneller wird, höher springen kann. Aber das ist ja alles so. Ja, aber es ist langweilig. Es muss ja irgendwas Cooles sein. Sprungfeder. Was ist denn eine Sprungfeder? Oder was ist eine Spirale? Mein Gott. Er spiralt sich noch viel mehr. Wow. Ich finde, das ist sehr begrenzt. Das Erwachen. Ja, es ist begrenzt. Das finde ich bei sehr vielen Teufelsfrüchten. Nicht viele, wo ich jetzt sagen kann, boah, da gibt's viel Potenzial. Ja, du kennst ja auch nicht alle. Also, das ist dumm. Ja, aber bei denen, die wir bis jetzt hatten. Ja, bis jetzt ist klar, weil ich glaube, man hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so aufs Erwachen zugespielt. Man hat das noch nicht so im Kopf gehabt. Und diese Anfangsteufelsfrüchte sind vielleicht nicht drauf ausgelegt. Aber ja, also was Erwachen angeht, vielleicht habt ihr Ideen und könnt das in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr ratlos, was das angeht. Tja. So, jetzt kommen wir erstmal zu der großen Frage, die uns eigentlich immer wieder beschäftigt, ist Frucht oder Schwimmen? Und das unterteilen wir natürlich auch im Real Life und im One Piece Life sozusagen. Ah. Also, ich will anfangen. Ja, bitte. Also im echten Leben finde ich es einfach lustig. Ich schwimme eh nicht viel, wie ich schon Milliarden mal gesagt habe. Also ich muss im echten Leben nehmen, das ist bestimmt lustig. Ich bin einfach ganz richtig Assassin's Creed Style, einfach auf Häusern und so rumhüpfen. Ja, das ist, also ich finde... Das ist schon lustig, aber in One Piece... Solange du kein Pirat bist, eventuell. Aber ansonsten würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Wenn ich wirklich ein Pirat bin und auf dem Meer unterwegs bin, würde ich sie nicht nehmen. Aber wenn ich jetzt einfach nur in der Stadt bleibe und da irgendwie wohne und irgendwas mache, dann ja. Also ich finde es praktisch für beides, denn
Du kannst viel weiter springen, theoretisch. Du könntest übers Meer springen, mehrere hundert Meter, wenn du die Sprungkraft dazu hast. Natürlich ist das wieder die Sache mit der Sportlichkeit und kannst du gleich viel springen. Oder wenn ich jetzt theoretisch an der Binde oft raus ist und ein Fahrrad fährt, ob ich mehr Sprungkraft habe als einer, der die ganze Zeit im Büro sitzt oder so. Weiß ich nicht. Es gab eine gewisse Basis. Ein bisschen trainieren muss man das bestimmt. Eine gewisse Basis zu springen, klar. Aber ein 500-Kilo-Mann wird wahrscheinlich nicht so weit springen können wie ich. Ich würde bezweifeln. Musst du auch erstmal hochbekommen, das Kilo. Das Kilo. Das Gewicht. Das Kilo, genau. Nee, aber ich würde es beides nehmen, weil es ist auch zum Angreifen gut. Es gibt natürlich deutlich bessere Früchte, aber das Schwimmen, nee. Ich glaube, theoretisch könnte man so gut sein, dass man sich in der Millisekunde, wo man die Wasseroberfläche berührt, bam, sich wegkatapultiert. Wer weiß? Ja, nee, ich glaube nicht. Ich meine, Brook kann mit seinen... Ich weiß nicht, ob das dann mit seiner Teufelkraft zusammenhängt, aber der bewegt seine Beine so schnell, dass er übers Wasser laufen kann. Also, er kann es auch irgendwie. Aber da kommen wir noch zu einer späteren Teufelsfrucht dazu. Genau. Kommen wir abschließend zur Bewertung. Wie gesagt, wieder eine Trennung. Ich weiß nicht, ob du vorlegen willst, mit dem Punkt. Nee, jetzt kannst du. Ja, ich finde es im Real Life irgendwie praktischer. Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Und deswegen sage ich Real Life. Ist wirklich nicht so pralle. 4 Punkte und im One Piece Life 3 Punkte. Ich bin halt noch hart. Okay, so hätte ich es jetzt nicht gemacht. Ja, hau mal raus. Also ich wollte sagen, im Real Life 6 und in One Piece 5, aber eventuell würde ich auch jeweils einen Punkt niedriger gehen. Nee, ich weiß halt, dass die Frucht im Vergleich zu anderen wirklich nicht stark ist und... Ja, darum geht es aber nicht unbedingt. Ja, aber man muss... Du sollst nicht mit anderen vergleichen, du sollst es einfach so sagen, wie du sie findest. Ja, das so finde ich, dann würde ich ja noch schlechter finden. Aber ich habe das jetzt alles um den Kopf gepackt. Das ist an und für sich, du bist eine lebende Sprungfeder, mein Gott. Und ich kann verstehen und vielleicht kriegst du auch tolle Goldmedaille im Hochsprung etc. Aber im Großen und Ganzen, es wird klar, es wird Berufsgruppen geben, wo es hilft, aber... Nee. Aber gut, hast du noch Abschlussworte zu sagen? Ansonsten wollte ich sagen, schalte auch in der nächsten Folge vom TFT wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.